Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen gemütlichen Folge von Firewatch. Ja, ich habe mir nochmal angeguckt, wo ich denn nochmal in der letzten Folge rausgeklettert bin, und es war da. Also da bin ich irgendwie rausgeklettert, ich bin hier runtergesprungen und ich komme da so, glaube ich, jetzt nicht mehr so wirklich rein. Das heißt, ich muss mich erstmal hier aus dem Gebiet rauskämpfen. Wo bin ich denn gerade? Da bin ich. Da ist das Cave, oder? Cave 452. Ich muss mich jetzt erstmal wieder hier rauskämpfen. Dann möglichst immer gut links abbiegen. Und dann wieder ins Cave quasi zurück. Und genau das werde ich jetzt einfach mal machen. So, dann müsste ich gleich wieder an dieses Camp hier kommen. So, klettern wir einfach hier runter. Hier habe ich ja, glaube ich, schon alles. Das Banner kann ich noch hier nehmen. Ist hier irgendwas Besonderes? Das habe ich ja alles schon berichtet. Gut, die Frage ist, na komm, erstmal hier hochklettern. Wie komme ich hier weg? Hier ist ein brüchig aussehender Stein. Ich komme hier so nicht runter. Was passiert, wenn ich das mache? Ah, sehr gut. Ich kann mir quasi somit neue Klettermöglichkeiten machen. Das ist natürlich geil. Sehr gut. So, jetzt bin ich hier runtergeklettert. What do you think is in there? Wo soll ich denn das wissen? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Ja, wirklich unglaublich witzig. Ich will es natürlich herausfinden. So, muss ich hier runter? Ich muss hier tatsächlich runterspringen. Dann dürfte ich wieder auf dem richtigen Pfad sein. Na komm, und... Ah, sehr gut. So, ich habe irgendwie mal Angst, wenn ich hier diese langen Sprünge mache, dass irgendwie in dieser Kuhle irgendetwas lauert, was mich anfällt. Vielleicht ein Bär oder so. Hier gibt es ja irgendwie wilde Bären. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, in welche Richtung muss ich denn? Ich muss in diese Richtung. Also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and landed in jail. Oh, sehr gut. I wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right. Boah, sehr gut. Die beiden vermissten Mädchen sind wieder aufgetaucht. Ihnen geht es gut. Sie sind quasi getrampt. Gut, hat sich das schon mal erledigt. Die Frage ist, wo muss ich jetzt lang? Wo muss ich jetzt lang? Warte mal. Mein Rechner, der geht gerade ganz schön ab wieder. So. Ich mache den Kamera da ein bisschen lauter. Ich denke, ich muss hier lang, oder? Ich kann ja gerade mal ein kleines Stück rennen.
War ich hier schon mal? Ich weiß es gar nicht. Na komm. Ah. Hui. Ach, hier bin ich jetzt. Okay. Na komm. Da hätten wir wieder die Höhle. Will ich wissen, was in dieser Höhle ist? Ich weiß es nicht. Wieso ist da wieder ein Schloss dran? Wieso ist hier wieder ein Schloss dran? Was ist hier drin? Das hatte ich doch schon mal aufgemacht. Ey. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen rein. Ich lass mal die Lampe aus. Okay. Das wieder zumachen? Komm schon, komm schon. Ach, das ist doch ein Scherz. Warum sollte man auch seine Spuren verwischen? So, war das vorher auch schon da? Gut, ich würde mal sagen, ich gehe direkt hier runter. Boah, das wird ein Abstieg. Hm, kann ich da unten schon was sehen? So. Okay, wir sind unten. Wir dürften hier auch eventuell ein bisschen inkognito unterwegs sein. Mal gespannt, ey. Was finden wir hier? Was finden wir hier unten? Ach du Scheiße. Ich speichere mal gerade. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Abzweigungen. Hier geht es irgendwo runter. Könnte ich tatsächlich runter? Kann ich hier irgendwie auch runter an der Seite? Ich glaube, das wird alles über diesen Weg hier. Na komm. Okay, hier kann ich auch wieder hochklettern. Geht nur in diese eine Richtung weiter. Was ist hier unten? Ich nehme mal an, hier unten kriege ich auch gar keinen Empfang so wirklich. Ist hier noch irgendwas? Auf jeden Fall eine Luftzufuhr, das ist ja schon mal was. Gut, es geht nur hier weiter. Gut.
Was ist hier unten? Irgendein Geheimnis ist doch hier unten. Das ist eine Leiche. Das ist Brian Goodwin. Ach du Scheiße. Ja, ein Schuh fehlt. Ich habe es mir schon gedacht, dass wir hier drin seine Leiche finden würden. Das ist also mit Brian Goodwin passiert. Aber wieso wird das vertuscht? Wieso wird das vertuscht? Bis zum geht nicht mehr. Ja, es ist mir schon klar, was ich machen muss. Das hier ist doch kein Zombie-Spiel, oder? Nein, das ist kein Zombie-Spiel. Also irgendwie, ne? Okay, noch Lichter da. Es wurde gerade gespeichert. Aber ich verstehe nicht, wieso wird das jetzt vertuscht? Wieso wird das vertuscht? Wieso werden wir beobachtet? Das ergibt doch alles überhaupt keinen Sinn. Wer ist bei uns eingebrochen? Was machen diese Leute hier? Ist das alles nur in meinem Kopf oder wie? So. Ich könnte es natürlich den Weg wieder zurück. Aber wenn ich schon einmal hier unten bin, werde ich mich natürlich hier weiter umschauen. Heilige Scheiße. Hä? Was ist denn da? Was ist... Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, da steht jetzt jemand. Oder? Steht da jemand? Ist das die Silhouette einer... Gestalt? Warte, ich kriege hier unten voll die Paras. Ich denke jetzt mal, da hinten steht jemand. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier nicht alleine sind. Ich weiß nicht warum. Kleinpurks. Ja, ja, gleich. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind hier nicht alleine. Tja, ich habe jetzt nicht so die Mega-Wahl. Dann wollen wir mal. Noch zu der Stelle, wo dieser Schuh ist, oder? Hm.
Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt in diesem Cave sonst was erwartet, irgendwie eine geheime Untergrundbasis oder sonst was. Es ist aber doch ein stinknormales Cave, so wie es aussieht. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Gut, ich würde mal sagen, wir machen Abgang. Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, you, might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. Stimmt, das könnte natürlich nur so aussehen. Whoever is out there did it. They killed him. Can we just put this stupid shit aside for a minute? That boy is dead. He was just a sweet kid. They didn't kill him, okay? Why kill a boy? I don't know. Ich hätte vielleicht doch das mit dem Accident sagen sollen. What do we do now, Dee? I mean, are you okay? No, I'm not. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. I... There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Tag 79. Ach, heute geht's ab nach Hause, oder wie? Ne, ich denke, es war richtig, dass wir nicht das mit dem Accident gesagt haben. Ich denke doch, da steckt mehr dahinter. Ah, okay, wir werden quasi evakuiert, weil das Feuer hier außer Kontrolle gerät. No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the June fire or the site fire? Or... Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? About what happened to Brian. I don't have much to say. I'm fine. I'm sad. I'm whatever. I keep thinking about him down there, and I just want to get far away from here. What can I do? We just have to wait for the helicopters. Okay. Until then, could you follow that signal? Maybe? Holy crap. Yeah, oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay, yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens... I'll remember you. I mean, am I walking into a trap right now? I hope not. I would much rather remember you from a bar somewhere and not a jail cell. Please find who made that tape. Das ist doch eine Falle. Das ist doch eine scheiß fucking Falle. Man
will uns doch jetzt aus dem Weg räumen. Westen. Es kommt näher. Ah, Scheiße. Speicher nochmal gerade. Das ist eine Falle. Wir haben nur das Ding. Das ist doch eine Falle. Das letzte war auch schon eine Falle. Wir sind gleich tot. Ich denke, wir sind gleich ganz schnell tot. Das ist eine Falle. Wo sind wir denn aktuell? Cage 306. Tja, auf ins Verderben, würde ich mal sagen. Die übelsten Meisterstrategen sind die beiden ja auch nicht, das muss man einfach mal so sagen. Ich laufe jetzt genau auf das Signal zu, was immer es ist. Wahrscheinlich ist es ein Bär, dem die so ein Ding umgebunden haben und der frisst uns gleich oder so. Doch nicht. Wie weit ist denn das, ey? What's your status? I think I'm getting close. All right. Well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just Brian. I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cutback in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. What? Supply drop? Was? Irgendwo im Norden? Was? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, wo wir abgeholt werden, ehrlich gesagt. Irgendwo bei ihr da oben. Wie komme ich denn jetzt da auf die andere scheiß Seite? Jetzt genau in diese Richtung. Richtung. Richtung Westen, straight Richtung Westen. Okay, wir müssen hier runter. Na komm.
gut. Dieses Gepieping geht mir übelst auf die Eier, möchte ich mal gerade anmerken. Was ist denn das? Okay, wir sind ganz nah. Wir sind jetzt wirklich ganz nah. Was ist denn das, ey? Climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Yeah, hi, Henry. Hey, you better find this before it burns up. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. Boah, ich verstehe den kaum, der nuschelt so. About a week ago I stopped worrying about you finding anything out. And that's right when everything went shit house with you two. You guys don't know anything about having kids. Alright, nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. Alright, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just... fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. Das war Ned Goodwin, oder? Das war Ned Goodwin. Der ist ja schon seit Jahren und sucht seinen Sohn. Dann war er dieser creepige Typ. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Also jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob er das, also Moment. Meine Aussage, ich glaube, da hat Delilah mich jetzt ein bisschen falsch verstanden. Meine Aussage von vorhin mit, sie haben ihn getötet, damit meinte ich jetzt nicht unbedingt Ned Goodwin. Ich meinte diese anderen creepigen Typen da. Ob er ihn jetzt getötet hat, das weiß ich nicht. Ich würde sagen nein, weil insofern der Brief nicht gefälscht war von Brian Goodwin, hat er ja sich das Kletterzeug gekrallt und ist abgehauen. Also war es ja wohl eher ein Unfall. Gut, wir sollen auf jeden Fall jetzt zu der Evakuierungs... Okay, wir sollen zu Delilah gehen und sind wir denn aktuell hier rum?
Wir sollen zu Delia gehen und uns evakuieren lassen. Dann klärt sich diese ganze Geschichte vielleicht auf. Nordosten. Ich denke mal, wir gehen in diese Richtung hier. Ich würde aber erstmal sagen, das Finale. Ich denke mal, das ist jetzt das Finale. Das gibt es dann in der nächsten Folge. Hat Matt Goodwin seinen Sohn Brian Goodwin wirklich umgebracht? War es ein Unfall? Delia ist sich jetzt natürlich in ihrem Rage-Modus ziemlich sicher, dass es Mord war. Ich bin mir da nicht so sicher, dass mit dem Mord, das hätte ich dann doch gerne auf die anderen geschoben. Allerdings, er ist der, der uns hier die ganze Zeit beobachtet. Aber warum? Also, ganz creepy. Egal, das Finale, denke ich mal, gibt es dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao.